darf ich Sie auch bitten, uns zu sagen, was ist bei der Aufführung eines Werkes wie der Zauberflöte? Eine Grundsatzfrage. Was geht über den Rahmen des Praktischen hinaus? Was ist grundsätzlich für den Dirigenten das Allerwesentlichste, wenn er daran denkt, dieses herrlichste Werk der dramatischen Literatur aufzuführen? Ja, jeder Frage, die man aufwirft, jede Frage hat eine grundsätzliche Seite und eine praktische. Und zwar, wenn Sie nach der Besetzung fragen, muss ich sehen, was für Sänger und Sängerinnen vorhanden sind und wer da am geeignetsten ist. Das Praktische, das Grundsätzliche, da könnte man sagen, wie eine Sängerin beschaffen sein muss, um die Palmina zu singen. Aber das ist alles sehr schwer, solche Sachen sehr schwer zu beantworten. Da ist sehr wenig Grundsätzliches, ist immer nur anhand von irgendetwas Praktischem. Anhand zum Beispiel welcher Arie würden Sie die Besetzung der Palmina vorzüglich vornehmen? Welche Arie ist das Wesentliche für die Besetzung der Palmina? Naja, also die große Arie im zweiten Akt, das ist das Schwerste. Die G-Moll. Ja, die G-Moll, die muss sie natürlich singen können. Das ist die, wie soll ich das? Das ist die weit gespannteste Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die außerordentliche Beherrschung der technischen Stimmapparates erfordert und eine seelische Konzentration, diese große Ruhe und überirdischen Schmerz darzustellen, wie es da ist, das erfordert außerordentliche, sowohl seelische wie technische Qualitäten. Aber daneben muss noch eine Menge andere Eigenschaften sein. Weil für andere Szenen, gleich anfangs mit dem Papageno und so weiter, da muss also so viel Humor und so viel Charme dabei sein. Eine gute Palmina, das ist immer ein Glücksfall. Immer. Muss man sagen. Ist es nicht so? Und da ist nicht viel Grundsätzliches zu sagen. Ist es nicht eine, man kann zum Beispiel Folgendes sagen, die Grundvoraussetzung überhaupt dafür, dass eine Sängerin die Palmina darstellen kann oder überhaupt in Frage gezogen werden kann, ist diese Arie. Wenn sie das kann, dann muss man die anderen Qualitäten suchen, die sie braucht, muss feststellen, ob sie hat. Ja. Aber die erste Prüfstein, das erste, was man nachsieht, ist natürlich, ob sie diese Arie singen kann, die erste Voraussetzung. Ja, also in der Praxis ist es ja sehr oft so, dass man sich irgendwie nach der Decke strecken muss bei der Besetzung von Opernrollen. Es ist sehr selten, dass man eine Besetzung hat, eine Sängerin, die wirklich alles an einer Rolle erfüllen kann. Es gibt sogar überhaupt bei der Beurteilung von, gerade bei der Beurteilung von Gesangsleistungen, ist das sehr interessant, dass oft diejenigen, die, sagen wir, technisch am besten sind, gar nicht diejenigen sind, die am meisten wirken. Und die Wirkung auf der Bühne ist bei einer Sängerin oder bei einem Sänger ist etwas, was bis heute, deren Gründe sind bis heute theoretisch noch nie richtig, definiert worden. Weil das gar nicht möglich ist. Ich weiß aus Erfahrung so und so viele Fälle, wo Sängerinnen, die ich für technisch ziemlich mäßig hielt, viel mehr gewirkt haben als andere, die technisch absolut fabelhaft waren. Aber Sie haben sich ohne Zweifel auch Gedanken darüber gemacht, woran es liegt, woran die Wirkung liegt. Ja. Sie am Menschlichen liegt, am menschlichen Fundus. Ja, es ist bei der Bühne nicht, weil es liegt ja auch am Theater. Das Theater ist etwas, eine Sängerin auf dem Theater muss die Möglichkeit haben, das, was sie fühlt, irgendwie nach außen zu projizieren.
Nun gibt es Sängerinnen, die das nicht können in diesem Maße. Die Leistungen sind fabelhaft, aber die Leistung bleibt irgendwie in sich drin. Die können dann vielleicht fabelhaft Lieder singen oder eine Bach'sche Arie oder so, und wirken auf dem Theater nicht so. Also eine Zauberflöte, da muss eine nicht nur die Arie singen können, sondern sie muss eben auch Theater sein. Ich meine, für die übrige Rolle. Für eine Menge Einzelzüge in der Rolle. Und das sind alles Kombinationen. Man kann froh sein, wenn ein Teil dieser Vorbedingungen erfüllt ist, allgemein. Um jetzt von dieser Frage auf eine nächstliegende Frage zu kommen. Wie ist Ihnen das Verhältnis des Dirigenten zum Regisseur erschienen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit den Regisseuren und mit dem Verhältnis des Regisseurs zum Dirigenten? Es ist doch in der Praxis dauernd ein sehr schwieriges Verhältnis. Ja. Naja. Ich habe im Allgemeinen die Erfahrung gemacht, dass die Idee der Dirigenten, ich habe sie auch gehabt, habe sie auch von Zeit zu Zeit, zugleich Regisseur zu sein, praktisch, doch einen großen Haken hat. Ich meine, man kann nämlich nicht beides. Jede Tätigkeit, sowohl das Dirigieren als das Regieführen, erfordert einen ganzen Menschen in Bezug auf schon auf Kontrollierung und Aufmerksamkeit auf die Details. Ein Regisseur hat derartig viel mit dem Licht und mit den verschiedenen, was alles so passiert, dass er nicht zugleich die Partitur und das Orchester kontrollieren kann. Es kommt, ich habe es auch versucht, Wagner-Opern und so weiter als Regisseur und Kapellmeister. Es ist höchstens möglich, wenn man vorher als Regisseur die Sache ganz und gar fertigstellt. So dass man dann, wenn man als Kapellmeister dran geht, sich wirklich auch der Musik widmen kann. Aber das geht auch niemals, denn rein praktisch gehen ja die Aufgaben immer weiter. Es gibt immer wieder für den Regisseur, der muss bis zum Schluss der Proben, muss er die Möglichkeit haben, das weiter zu kontrollieren. Und es ist auf alle Fälle nicht etwa praktischer, wenn derselbe Mann beides macht, sondern unpraktischer. Es nimmt mehr Zeit, weil die Zeit nicht zu gleicher Zeit verwandt werden kann. Also es nimmt es im eben demselben Sinne mehr Zeit, wie es sehr viel mehr Zeit nimmt, wenn ein Orchester ohne Dirigent spielt, als wenn es mit Dirigent spielt. Da in Russland anfangs glaubte man, wie der Bolschewismus kam, man könnte Orchester ohne Dirigenten machen, das wäre nicht nötig. Ja. Und es zeigte sich, dass die für ein einziges Stück, was man mit dem Dirigenten, sagen wir ein Begleitstück, was man in einer Stunde probieren kann, brauchten die 30 Stunden und da war es immer noch nicht in Ordnung. Das ist eine rein praktische Frage. Und das ist schließlich auch mit dem Regisseur. Dass die Aufgaben sehr verwandt sind und vielfach sich überschneiden, das ist zweifellos. Und dass ein Regisseur und ein Kapellmeister sich aufs Eingehendste miteinander verständigen müssen und sozusagen an einem Strick ziehen, wenn ein wirklich rundes Ergebnis zustande kommen soll, das ist ganz sicher. Es sind doch eine ganze Menge Versuche gemacht worden, die Zauberflöte auf die verschiedenste Weise zu inszenieren. Wenn ich fragen darf, welcher grundsätzlichen Lösung geben Sie den Vorzug? Sie meinen also so, als ob man es als Märchen oder ja, als ob ja. man es als Weihefestspiel oder als ob man es als Singspiel oder als Operette oder... Ja. Ja, das liegt an der Zauberflöte. Das ist ein einzigartiges Werk in dieser Beziehung. Ein Werk, das Genre der Zauberflöte ist eigentlich auch nicht zu definieren als solches. Es ist innerhalb der ganzen Literatur vollkommen einzigartig dastehendes
Es ist an sich ein deutsches Singspiel, so wie es zuerst die Entführung war bei Mozart, aber es ist vollkommen herausgewachsen. Es ist zum Teil eine Freimaureroper, wo Mozart seine Zugehörigkeit zur Freimaurerorden da etwas dokumentiert hat. Zum Teil ist es schon ein Vorgänger von der späteren Operette, allerdings in einer ganz hohen Weise. Es ist der Versuch, absolut, wie soll man sagen, absolut gemeinverständlich, bis zum Äußersten gemeinverständlich und zu sein, ohne irgendetwas von den hohen, von den höchsten Ambitionen aufzugeben, die Mozart in sich trug. Und das ist das Einzigartige. Und es ist ganz falsch, es ist ein, meiner Meinung nach, ein falscher Intellektualismus sozusagen, wenn man das nun restringieren will auf irgendetwas, wenn man also nur das Märchen sieht oder wenn man es als große Schauoper macht oder nur als Weihfestspiel und so weiter. Man muss eben verstehen, dass da die ganze Natur drin ist. Und das ist uns bewussten Menschen von heute sehr schwer. Wir wollen immer gerne, irgendwo ist etwas, muss die Idee von etwas sein. Also das, der heutige Mensch ist glücklich, wenn er sich einbilden kann, ja, das ist also alles märchenhaft. Oder es ist alles so, oder es ist alles so. Er braucht eine Idee. Hier ist die Idee, dass gerade keine Idee ist, sondern etwas viel Größeres. Das ist die Wirklichkeit, das darin liegt das ganz Einzigartige dieses Werks. Wir sind nicht eine Rokoko-Oper wie Figaro zum Beispiel. Das, oder Don Juan, das eine erweiterte Barock, etwas Shakespeare, das ist was ganz anderes. Da könnte man noch sagen, das hat einen bestimmten, Zauberflöte ist das reifste und das unbegreiflichste Werk in dieser Beziehung, in der ganzen Weltliteratur. Ich habe diese Verbindung von derbem Spaß und von größtem Symbol immer als etwas sehr Organisches empfunden. Etwas, was aus der Tradition des Barocktheaters und wenn man will, selbst des großen mittelalterlichen Welttheaters herausgewachsen ist. Aber ich habe sehr selten eine Inszenierung erlebt, in der diese Homogenität erreicht worden ist, die eine solche Verbindung zwangsläufig erfordert, wenn dieses Stück nicht in einzelne Ebenen zerfallen soll oder in einzelne Teile zerfallen soll. Ja. Ich glaube, dass das auch mit das größte Regieproblem an diesem Stück ist. Ja, also wissen Sie, im Grunde ist natürlich, soll ich sagen, das Größte und das Wesentlichste an der Zauberflöte ist der Adel der Natur, der aus allem jeder musikalischen Bildung spricht. Und dieser Adel, das ist Eigentum von Mozart. Das heißt also nicht nur des Menschen Mozart, man kann auch sagen, des ganzen Menschentums, was hinter ihm steht. Das ist, ganz Europa ist in gewissem Sinne. Aber nicht nur die Epoche, sondern ein ganz. Und dieses Menschentum ist eigentlich das Wesentliche. Ich glaube, dass man an die Inszenierung als solche überhaupt nicht zu große Anforderungen stellen darf. Die Inszenierung ist gar nicht allein wichtig. Es ist viel wichtiger, dass die musikalischen Bildungen warm, schlicht, einfach und edel, so wie sie sind, dargeboten werden. Mit dieser Art von hohe Naivität, die sie haben. Ja, das ist so schwer, weil wir heute im Allgemeinen unsere Naivität verloren haben und sie wieder suchen. Und die Zauberflöte sozusagen die zweite Naivität, die wiedergefundene darstellt, in der Art, wie sie. Ja. Darauf kommt es an. Und unter diesem Gesichtspunkt ist es gar nicht so wichtig, ob dieses so oder so in der Inszenierung, man kann gar nicht sagen, dass viele Details der Inszenierung sind wirklich, möchte ich sagen,
Geschmackssache. Was aber nicht Geschmackssache ist, das ist, wenn die Musik, wenn die Figuren selber, wenn aus dem Papageno eine Operettenfigur gemacht wird, nicht wahr? Wenn, Sie wären unter allen Umständen gegen eine Lösung Hörbiger zum Beispiel. Oder hielten Sie die für möglich? Tja, das, also nach meinen Erfahrungen und bei solchen Sachen muss man die Praxis fragen. Das ist nicht so einfach. Aber ich meine... Immerhin denkbar. Ja, ich stimme. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Sehr schwierig. Ja. Das ist versucht. Also unsere Herren Dirigenten und Komponisten haben sich an dieser Unterhaltung bis jetzt nicht beteiligt. Ich glaube, sie interessieren sich vor allem für Einzelheiten der Wiedergabe. Wollen wir vielleicht über die Ouvertüre mal sprechen? Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie sich an dieser Unterhaltung beteiligen würden. Herr Wangenheim zum Beispiel ist einer unserer besten Dirigenten hier im Haus. Und ich kann mir denken, dass er einige Fragen hat. Ja, ich hätte grundsätzlich erst eine Frage. Ist vielleicht das schwierigste Problem in der Einleitung der Ouvertüre. In welcher Form und wie lang sind die Pausen, die mit einer Generalpause, mit einem Fermate versehen sind, zu halten? Ja, da kann ich nur allgemein sagen, also überhaupt, Generalpausen sind zu halten, die Länge der Generalpausen hängt davon ab, was vorher war. Die Generalpause hat nie eine objektive Länge, sondern nach was, also gesetzt in einem Stück, wo, wie es oft vorkommt, eine große Steigerung kommt, plötzlich abbricht mit einer Generalpause, dann weitergeht, so hängt es von der Entwicklung dieser Steigerung, von dem, was vorher war, ab, wie lange die Generalpause gehalten werden kann. Und hier ist es so, dass es nicht von dem abhängt, was vorher war, weil es ja nur ein einfacher Akkord ist, da muss man es als Ganzes sehen. Es ist aber sicher ein Unterschied zwischen den Fermaten im Mittelteil vor der Durchführung und vor den Fermaten im Anfang. Ja. Weil etwas vorangegangen ist. Wie, in der Mitte gehen Sie ja, voran? Es ist was vorangegangen vor den Bläserakkorden, ach so. Die nochmal kommen. Und an sich zu zählen, wären sie in der gleichen Zeit. Und trotzdem ist es meiner Meinung nach etwas anderes. Und wollte ich Sie fragen... Ja, wieso meinen Sie, dass es was anders ist? Ja, es ist im Anfang der Ouvertüre ist nichts also als eine Einleitung. Ja. Während vor dem zweiten Auftreten der Akkorde schon der erste Teil der Ouvertüre ja. abgelaufen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Bläserakkorde doch eine andere Aufgabe schon haben als die Einleitung an sich. Ja, aber diese Bläserakkorde haben keine direkte Beziehung zu dem, was vorher ging, sondern das ist ein Zitat. Das ist der sogenannte dreimalige Akkord, der in der Oper so und so oft kommt. Der wird mitten hinein als Zitat geworfen. Der hat also nicht eine direkte, hängt nicht davon ab. Das ist so ein musikfremdes Element in der Ouvertüre, so wie das Signal etwa in der Leonore-Ouvertüre, das aus der Oper herübergenommen ist. Insofern, das ist dieser dreimalige Akkord muss nur so gemacht werden, dass man ihn als dreimalig, als eines empfindet. Also die Akkorde, die Pausen nicht allzu lang, während am Anfang ist das. Es ist eine Auswicklung des Es-Dur-Dreiklangs. Ich glaube, dass da nicht so viel Unterschiede bestehen. Bitte, Herr Buch, man da nicht. Vielleicht hat dieser zweimalige Erscheinen, also das zweite Mal das Erscheinen dieser dreimaligen Akkorde, vielleicht auch lediglich eine musikalisch gliedernde Aufgabe, eine formal gliedernde Aufgabe, nämlich. Vielleicht eine Einheitlichkeit herzustellen. Ja, das ist sicher. Das ist programmatisch bedingt. Es ist sicher da so eingefügt, dass es eine Funktion in der Form der ganzen Ouvertüre hat. Aber nicht es ist trotzdem ein Zitat von außen, als solches. Ja, dann ist der erste Akkord doch auch schon, ist dann auch Zitat. Der erste Akkord nicht, nein.
Das ist der erste, die ganze erste Einleitung, das ist eine richtige musikalische Einleitung. Das hat mit dem dreimaligen Akkord nichts zu tun. Der dreimalige Akkord, der kommt neunmal, je dreimal, nicht wahr? Und das ist immer B-Dur. Das ist so, das ist freibaurisch da. Das ist ein ganz bestimmtes Symbol, was hier zum Ausdruck kommt. Während anfangs ist das richtige Musik, nicht wahr? Das ist, wie soll ich sagen, es gibt sehr viel in der Zeit. Also die Ouvertüre von Anacreon, von Cherubini, fängt auch an. Babam, nicht wahr? Auch mit es sind ein paar Akkorde, in ein paar Akkorden ist die Tonart festgestellt, so möchte ich sagen. Ja. Dann fängt es an, etwas weitergehend, wenn das Legato kommt, wenn die Bässe kommen, und dann kommt die. Ich persönlich muss ja sagen, dass ich die Ouvertüre zur Zauberflöte immer als etwas nachkomponiert empfunden habe. Sie ist nicht so wie etwa die Ouvertüre von Figaros Hochzeit, ein derartiges, es gehört nicht so zum ganzen Werk und entbehrt nicht, also ich finde, dass die Oper, die eigentliche Zauberflöte fängt erst an, wenn die Bühne aufgeht. Das ist etwas, die Ouvertüre ist eine sehr schöne Ouvertüre, meisterhaftes Stück und so weiter. Aber ich werde nicht los, ein bisschen, so wie manchmal bei Mozart, also ein bisschen ein Konservatoriumsgeschmack durch dieses Fugato. Es ist in genialer Weise gemacht, aber trotzdem es hat nicht diese Beziehung zur übrigen Oper, außer durch diese Akkorde. Dann würden Sie damit ausdrücken wollen, dass der polyphone Stil nicht Mozart-gemäß ist? Nein. Das gar nicht. Der polyphone Stil ist ja, wenn man so will, in diesem Fugato mit den beiden Geharnischten zum Beispiel, auch im Gegenteil, Mozart hat eine bestimmte Art von sehr leichtflüssiger und souveräner Polyphonie besessen. Aber in der Zauberflöte, die Ouvertüre, also es ist vielleicht eine persönliche Einstellung. Mich hat die Ouvertüre nie in dem Maße überzeugt wie alles übrige in der Oper. Alles Übrige ist stilistisch ganz fabelhaft, obwohl man nicht begreift, wieso diese ganz verschiedenen Bilder überhaupt zusammenzubringen sind. Aber es ist trotzdem ein Stil. Die Ouvertüre ist nachkomponiert. Das ist mein Gefühl. Aber das ist etwas Subjektives. Nicht die Einleitung der Ouvertüre empfinde ich nicht so, sondern erst von dem Fugato an. Das finde ich so etwas als lehrhaft. Klein wenig. Das Thema ist ja von Clementi. Ja. Das Thema. Von Clementi? Ja. Ah, na ja, ja, irgend sowas. Wenn wir sie bewundern, wenn wir sie gerade so etwas wie die Zauberflöte, so ist das eben tatsächlich, weil dieses Werk so fabelhaft ist. Das nicht, weil es von Mozart ist und nicht, weil es irgendeine Tradition ist, weil es diese historische Stellung hat, sondern weil es uns unmittelbar heute, und da haben wir auch die Pflicht, schließlich unsere Gefühle geltend zu machen, ich meine, und uns auch zu erlauben, wenn uns irgendwas, also so wie mir diese Ouvertüre weniger zusagt, das auch zu notieren, nicht wahr? Ich meine, denn eine grundsätzliche Frage in Bezug auf die Tempi. Also es ist ganz klar, dass die Organisten von heute fast alles zu schnell spielen. Nur aus diesem Grunde, weil sie sich nicht zuhören. Entschuldigen Sie mich, ich will niemanden beleidigen hier. Die Applikatur, also das Tasten bei der Orgel ist so leicht, genau, nicht, weil man kann natürlich mit den Fingern so schnell spielen, wie man will. Wenn man sich nicht genug zuhört, durch diese riesen Tonentwicklung, besonders moderner Orgel und so weiter, wird die Klarheit der Darstellung, wenn man eine Bachsche Fuge hört, wird die Klarheit so beeinträchtigt, dass meistens, wenn ich so etwas gehört habe, das ist
oft, nur wenig oft, aber sehr beträchtlich zu schnell. Aber zu schnell ist es immer. Rein aus Gründen der Relation zwischen dem großen Tonentwicklung und dem, was nun gesagt werden muss. Nicht wahr? Wenn man ein großes Fortissimo hat, braucht man Zeit dazu. Das geht nicht so schnell. Ein Presto kann man nicht im Fortissimo spielen. Hat Ihrer Erfahrung nach auch das verschiedene Publikum in den verschiedenen Ländern, haben Sie ein Gefühl dafür, wie die reagieren, während Sie dirigieren? Ja, natürlich, sofort. Ja, das geht durch die Luft. Steckt man sich darauf ein oder ignoriert man die Verschiedenheit des Publikums? Ja, also ich persönlich muss sagen... Wir kommen jetzt zwar von der Zauberflöte etwas ab, aber es ist an Ihnen, die Fragen zu stellen, die Sie in Bezug auf die Interpretation der Zauberflöte besonders interessieren. Aber ich möchte eine Zwischenfrage stellen, wenn Sie mir erlauben. Es hat doch ohne Zweifel eine sehr starke strukturelle Veränderung des Publikums stattgefunden. Vielleicht nicht nur in Deutschland, vor allem aber in Deutschland. Und haben Sie das Gefühl, dass diese, sagen wir, nicht mehr gesellschaftlich bestimmbare Schicht, die heute in die Konzerte geht, dankbarer für die Musik sind oder weniger dankbar? Ja, das ist so schwer zu sagen. Also das ist so, möchte ich sagen, wenn Sie fragen nach dem Unterschied der Generalprobe und des Konzerts, bei den philharmonischen Konzerten. Es war immer ein gewisser Unterschied. Die Generalprobe war in gewisser Beziehung aufgeschlossener. Im Konzert war man zum Teil also viel mondäner und so weiter, aber zum Teil dann doch wieder urteilsfähiger. Verständiger. Ja. Es ist ganz eigentümlich, dass diese Nuancen, überhaupt das Publikum ist sehr verschieden, nicht wahr? In Paris zum Beispiel ist ein sehr kleines, relativ kleines Musikpublikum, aber sehr intelligent, sehr schnell. Aber sie sind so intelligent, dass sie zum Beispiel eine Symphonie von Bruckner für dumm halten. Ich meine, es ist dumme Musik, das nicht intellektuell Bestimmte dieser Musik, das tritt für sie so in den Vordergrund zunächst, dass sie nicht klug genug sind, zu sehen, dass da auch noch andere Werte sind, die das mehr als wettmachen. Und selbst also ein Mann von der Kompetenz von Stravinsky, Stravinsky selber hat mir mal gesagt, Bruckner ist eine dumme Musik. Damit kann man Bruckner nicht abtun. Das nicht, aber es ist ohne Zweifel eine Seite des Werks, welche in einem solchen Ausspruch beleuchtet wird, wenn man so sagen darf. Es ist etwas dran. Es ist etwas dran, sowohl deutet eine Grenze von Bruckner an, aber auch eine Grenze von Stravinsky, meiner Meinung nach. Bitte laut! Herr Klein, ich hätte eine Frage. Könnten Sie uns etwas über das Wesen der Generalpausen bei Bruckner sagen? Bei Bruckner? Ja, es gibt viele Menschen, die sagen, er hat ihn aufgehört, weil er nicht weiter konnte. Laut! Ja. Ja, naja, also ich meine, das kann man wirklich als generell nicht beantworten. Da müsste man immer jede einzelne Generalpause als solche in Betracht ziehen. Sicher ist, dass Bruckner reichlichen Gebrauch von Generalpausen gemacht hat. Vielleicht manchmal ein bisschen sehr reichlich, nicht wahr? Ich meine, es gab so manche, da wurde ihm die Wiederholung zu lang, im Schlusssatz der 8. Symphonie zum Beispiel, da bricht er ab, macht die Generalpause und fängt dann plötzlich mit dem zweiten Thema an oder so. Das sind bei diesen, aber man muss bei Bruckner bedenken, und das bedenkt also Stravinsky nicht, oder daran ist er nicht gewöhnt, also es ist bei seiner Art der Einstellung, dass das alles Riesenbögen sind, die man im Auge haben muss, oder empfindungsmäßig.
Und in dieser Aufstellung eines solchen großen Bogens liegt eine fabelhafte Intelligenz, eine fabelhafte Kunstintelligenz, die, wenn sie auch oft in den Einzelheiten, im allerersten Vordergrund scheinbar nicht liegt. Im Vordergrund ist bei Bruckner häufig irgendetwas auch schematisch, nicht wahr? Also gewisse Sachen. Aber wie die Themen gegeneinander gesetzt sind im Großen, wie sie sich aneinander auswirken, das ist großartig. Das ist auch von einer ganz tiefen Intelligenz. Während bei Brahms alles bis in den kleinsten Einzelheiten, im Vordergrund, sehr durchdacht und durchfühlt ist. Hängt damit das wesentlich geringere Interesse des gesamten Auslandes, man kann fast sagen, des größten Teils der Welt für Bruckner zusammen als für Brahms? Jedenfalls nicht in dem Maße. Es ist sehr häufig behauptet worden, dass die symphonische Form, nachdem wesentliche Teile der modernen wesentliche Köpfe der modernen Komponisten und Tonsetzer sich ihrer überhaupt kaum mehr bedienen, dass diese symphonische Form vielleicht ihr Ende erreicht hätte oder dass sich ihr Ende ankündige. Wie ist es zum Beispiel bei Bartok? Ja, also Bartok ist viel europäischer in der Beziehung. Dieses Stück, was ich gemacht habe von Bartok, der erste Satz, es ist nicht sehr lang, das hat symphonischen Zug, einen voll symphonischen Charakter, in viel höherem Maße. Ja, zwar in viel höherem Maße, aber eine echte Symphonie großen Stils, die sich, sagen wir, innerhalb der gesamten Welt durchgesetzt hätte, wie sich die Symphonien Brahms durchgesetzt haben. Naja, wann haben sich die durchgesetzt? Vor 10 Jahren vielleicht. Die sind 60 Jahre alt gewesen, bis sie sich durchgesetzt haben. Vor 10 Jahren hat man noch in Paris erklärt, Brahms wäre unmöglich. Heute ist er ein großer deutscher Klassiker. Aber sie haben sich doch im Ursprungsland sehr rasch durchgesetzt, verhältnismäßig rasch. Nein, nur bis zu einem gewissen Grade. Nur er hat seine Partei gehabt. Aber da lesen Sie, was Hugo Wolf geschrieben hat noch. Bei Ihnen, nicht wahr? Ich meine... Ja, aber trotzdem, ich weiß, was Sie meinen. Ja. Das in dem Sinn, ja, wissen Sie, also Prognosen zu stellen, heutzutage ist eine undankbare Sache. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Situation, des gegenwärtigen Musik derartig verschieden ist von allem, was bisher gewesen ist, dass es unmöglich ist, zu sagen, die Musik geht in dieser oder jener Weise weiter. Denn wir haben ein ganz anderes Erbe zu verarbeiten als früher. Es ist tatsächlich so, dass man heute, es gibt Leute, die die Musik gleichschalten wollen, sagen wir alle, auf den Nenner von Schott, nicht wahr? Da muss ich energisch widersprechen, weil ich ein Schott-Autor bin. Nein, das habe ich nicht gesagt. Da habe ich nun gerade gar nicht dran gedacht. Aber ich weiß, was Sie meinen. Nein, sondern weil ich gestern erst den Schott-Katalog gelesen habe und weil ich festgestellt habe, wenn diese Gleichschaltung beabsichtigt gewesen wäre, so ist sie zumindest gründlich misslungen. Ja, Sie haben so einige Konzessionen an... aber trotzdem ist in gewissen Teilen der heutigen Öffentlichkeit so, ist diese Gleichschaltung, wird die Gleichschaltung gerade in Deutschland sehr, sehr angestrebt. Das ist nicht zu leugnen. Dieses Thema ist sehr interessant, offenbar schon vom Ursprung unserer Unterhaltung aus. Es sind nicht weniger als 3 Wortmeldungen da, Herr Buch, dann Herr Wangenheim, dann hier. Drei Wortmeldungen da. Herr Buch, bitte. Aha. Ja, ich möchte noch mal auf das symphonische Prinzip zurückkommen. Weil wenn wir hier über Sinfonie diskutieren, dann müssen wir doch erstmal über den Begriff Sinfonie klar werden, wie wir ihn auffassen. Also Herr Doktor, Sie fassen ihn auch unzweifelhaft im Sinne des 19. Jahrhunderts auf. Nein, vom 19. Jahrhundert hat es gar nichts zu tun. Hat überhaupt nichts aber mit... Auf jeden Fall emotionelle Musik. Kommt der Strawinski natürlich zu kurz. Nein, Strawinski ist auch emotionell. Ich habe zufällig Gelegenheit gehabt, vor einigen Tagen eine Abhandlung zu lesen von Herrn
Hans-Peter Schmitz, ja, der war, ist, ich weiß nicht, hat er irgendeine Beziehung zu, nein, nein, also es war Soloflötist des Philharmonischen Orchesters, ist ja jetzt ausgeschieden, ist nachher nach Amerika gegangen. Und hier, ne? Über Barock, über die Art, also zur Bachzeit und kurz danach Musik praktisch ausgeführt wurde. Und da sieht man, dass ganz dieselben Gesichtspunkte, die während des 19. Jahrhunderts und während unserer Zeit Geltung haben, da auch Geltung hatten. Und zwar ausgeprägt, viel ausgeprägter sogar. Da existiert nämlich noch ein Artikel in den Stimmen von demselben Autor, und zwar über die Ähnlichkeit barocken Musizierens mit unserer heutigen Jazzpraxis. Also ja, das ist sehr bemerkenswert, weil darin nämlich auch die Behauptung aufgestellt wird, dass das Notenbild, wie es uns sich in den Partituren von Händel und jedenfalls den früheren Barockmeistern darbietet, genauso irreführend ist oder genauso nichtssagend ist, als wenn man heute einen Schlager kauft. Ja, bis zu gewissen Grade. Hier ausgeführt wird. Bis zu gewissen Grade hat das richtig gesagt, das bezieht sich auf das praktische Musizieren, weil das dort damals eben dem Belieben des Einzelnen, besonders solistischer Art, solistische Linien auszuschmücken und so weiter, eine ähnliche Freiheit zugestanden wurde, wie heute bei den Jazzband-Leuten, die da auch alles machen, was sie wollen. Aber nein. Ja, ich glaube nicht, dass sie alles machen können, wie sie wollen. Sondern nein, 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 das ist schon richtig. Aber trotzdem ist der individuellen, wenn man will, schöpferischen... eine größere Freiheit eingeräumt als bei der Musik, wie sie nachher später durch Mozart und Beethoven, die war alles wahnsinnig, oder Wagner und Strauss, war alles wahnsinnig, genau bezeichnet wird. Und man die Tendenz hat sogar immer genauer zu bezeichnen, so zu bezeichnen, dass nachher wie beim Maler man vor lauter Vorzeichen nicht mehr weiß, was man machen soll als Kapellmeister. Ja, man muss erst die Vorzeichen beim Maler muss man sie erst alle vergessen, ehe man überhaupt drangehen kann. Ja, weil es einfach, oder Reger, das ist diese Zeit. Das ist nur um der Tendenz, alles möglichst darzustellen, was gar nicht möglich ist. Ist das nicht ein Zeichen, dass die Musik da immer zu einem Endpunkt gelangt ist? Genauso wie bei Schönberg. Ja, also, ich kenne Stravinsky sehr gut. Der hat einen ganz neuen Ton eingeführt. Die Musik hat seine Art, die ostinaten Rhythmen, diese barbarischen Rhythmen. Das ist ein sehr fantasievoller, neue Farbe innerhalb der Geschichte. Aber nun alles darauf abzustellen, als ob durch Stravinsky und Mozart und Beethoven überflüssig geworden wären, das ist eine Sache von gewissen Literaten, nicht wahr? Das ist aber nicht. Ich glaube, so töricht war auch niemand, das zu behaupten. Ja, es gibt, aber praktisch gibt es Leute. Es gibt Leute, die sagen, die 9. Sinfonie ist erledigt, nicht wahr? Heute, ich weiß das sehr genau. Die Leute, die drücken sich unter der Hand offener aus als öffentlich. Ja. Sie drücken sich offen versteckt aus und versteckt offen. Aber Herr Wangenheim hat sich noch zum Wort. Ich habe noch eine Frage. Ist es nicht der Fall, dass in der Matti-Symphonie von Hindemith die Durchdringung der Themen doch wirklich vollkommen ist, annähernd vollkommen wenigstens? Und ich hätte gern gewusst, wie Sie dazu stehen. Ja, wieso? Den ersten Satz vielleicht, des ersten, zweiten Themas, des symphonischen Gesangs, wie Sie vorhin sagten. In welchem Satz? Im Engelskonzert hauptsächlich, glaube ich. Ja. Naja, also ich habe es so genau jetzt nicht gegenwärtig wie das. Das ist ja lang her, dass ich es dirigiert habe. Ja, ich weiß nicht. Und ich habe die Eigenschaft, schnell etwas kennenzulernen, aber auch schnell wieder zu vergessen. Aber ich würde sagen, bei Hindemith ist sehr viel Tendenz, Themen wirklich miteinander in Berührung zu bringen. Und das ist schon richtig. Nur ist es, um einen großen symphonischen Bau herzustellen, wie es bei Bruckner der Fall ist, werden die einzelnen Einfälle, ich meine, das ist das schon bei Brahms zu merken, und bei Hindemith noch viel stärker, werden nicht klar und ruhig genug abgegrenzt, nicht wahr? Um nachher wieder einem anderen und dann Platz zu machen. Man braucht
es ist eben eine andere Art der Fantasie. Ja, vielleicht ist es in der heutigen Zeit gar nicht mehr unbedingt nötig, diese großen Bögen zu spannen, wie es Buchner noch getan hat. Ja, nein, das hängt nicht mit der heutigen Zeit zusammen. Das kann ich nur immer sagen. Das ist gewiss, also es gehört zu Bruckner, gehört die Annahme der Tonalität als solche. Das heißt der ruhenden Tonalität. Das gibt es heute immer. Herr Wüsthoff hatte sich zum Wort gemeldet. Ja, ich wollte fragen, um wieder auf die Zauberflöte zurückzukommen. Wir haben neulich mal diese Arie der Pamina, gerade die G-Moll-Arie, mit zwei Kapellmeistern mal durchdirigiert mit einer Sängerin. Und es war sehr interessant festzustellen, die verschiedenen Meinungen, wie diese Arie zu machen sei. Und ich wollte da die Frage stellen, inwieweit unsere Generation, wenn ich mal so sagen darf, nicht ein etwas anderes Empfinden hat, wie diese Arie wirkungsvoll gebracht werden muss. Wirkungsvoll ist ein schlechtes Wort. Sagen wir mal, also so gebracht werden muss, dass sie wirklich die Leute anspricht. Und sagen wir mal, unsere Generation anspricht. Oder meinen Sie, dass das doch ein allgemeingültiges, sagen wir mal, an dieser Stelle muss der Bogen unbedingt mit einem längeren Ritardando verbunden werden, ob das so gebracht werden soll, gemacht werden ja, soll? Ja, nein, ich verstehe, was Sie meinen. Wie Sie die, es geht da voraus, die sagen, dass ein Werk wie diese Arie, wenn sie in ihrem Rahmen richtig aufgeführt ist, in jedem Takt modern ist. Das meinte ich auch nicht, sondern... Ja, ich meine, also, dass man aber auch keine... Das bezieht sich auch auf die Darstellung. Man muss, ich glaube nicht, also prinzipiell, dass die Darstellung dieser Arie, wie wir sie heute machen und wie sie Mozart gemacht hätte, selber, der sie erfunden hätte, auch um ein Haar nur differiert. Wenn sie, so wie Mozart sie sich gedacht hat, Mozart ja ein großer Künstler war, der wusste, was er wollte, so würde sie auch uns heute am schönsten erscheinen. Da bin ich fest überzeugt. Ich glaube, dass es einfach eine Frage ist, wie der Betreffende, der diese Arie wiedergibt, denn man kann nicht sagen, Gestalter hat es ja Mozart, der sie wiedergibt, ob er fähig ist, die Empfindungen Mozarts zu empfinden. Ja. Das ist doch das ganze Geheimnis. Das ist die Frage. Herr Professor, ich habe eine sehr wichtige Frage, die wir gleich bei der Pamina-Arie festhalten können. Und zwar wollte ich Sie über Ihre Meinung nach der menschlichen Stimme befragen. Wenn zum Beispiel die Pamina in einem großen Opernhaus singt, wo ungefähr 2000 Leute drin sitzen, mit Anzug und allem angezogen. Wie? Wenn diese Dame, die Pamina singt, was ein eigentliches Pianostück ist, wenn sie das singt, wenn sie dieses Pianostück singt sie doch eigentlich im Forte. Stehen Sie auch auf diesem Standpunkt oder meinen Sie, dass Sie doch bleiben? Da singt sie eigentlich Forte? Also es klingt doch auf alle Fälle sehr intensiv, damit der Ton auch wirklich von dem zweiten Abend genommen wird. Ja, also da will ich Ihnen erzählen. Also die Albert Hall in London, das ist also etwa der größte bekannte Konzertsaal, fast 9000 Personen. Wenn Sie das Meistersinger-Vorspiel machen, großen Blech und allem Glanz, so klingt das, oder klang es, jetzt ist es etwas verbessert, klang das wie so in einem Sack. Ganz einfach. Wenn aber der Kreisler ein kleines Violinsolo gespielt hat, so klang es wunderbar. Hat man bis in den letzten Platz gehört. Es ist ein Irrtum, dass man glaubt, dass die Stärke an sich eine Rolle spielt. Das ist sehr merkwürdig. Also das Siegfried-Idyll oder so etwas, was ganz zart ist, das kommt mit dem leisesten Pianissimus wunderbar zur Geltung in diesem Riesensaal. Dagegen Sachen, die so auf Glanz gestellt sind, die sind unbefriedigend. Und das gibt sehr viele Perspektiven für das, wie man musizieren muss. Vor allem muss man sich im Allgemeinen nicht genieren, ruhig psychologisch oder psychisch seine Ruhepunkte und das nach innen gehen beizubehalten.
Also ich habe die Erfahrung, ich habe jetzt gerade vor wenigen Tagen eine Bruckner-Symphonie in dieser Albert Hall dirigiert. Und diese Engländer sind ja gegenüber Bruckner ganz und gar fremd. Hat aber einen großen Eindruck auf das Publikum gemacht. Und gerade auch diese ganz stillen Sachen, die sind gefolgt bis aufs... Nur weil wir sie einfach wirklich so gespielt hatten, ohne uns irgendwie zu kümmern, was da draußen für ein Publikum ist. Ich glaube, die Frage dieses Kommilitonen kann man am besten beantworten, wenn man ihm das Stichwort Ivogyn gibt. Ja. Ja, bei der Ivogyn ist es so gewesen, die, das war die in ihrer Art beste Sängerin ihrer Zeit für alle diese Sachen. Und hatte einen wunderbaren Charme auch in der Stimme gehabt. Aber bei ganz großen Opernhäusern, zum Beispiel im Wiener Opernhaus, ist sie nie ganz zur Geltung gekommen. Das war einfach eine, weil gewisse Obertöne, gewisse Sachen, die da mitschwingen bei der Stimme, gehen dann verloren im übergroßen Haus. Das ist aber nicht zu ändern. Wenn sie stärker gesungen hätte, wäre es nicht mehr dieselbe gewesen. Das ist der ganze Typ der Stimme. So, damit muss man rechnen. Das ist bei diesen großen Opernhäusern überhaupt eine Gefahr, dass sie... Bitte. Darf ich fragen, Herr Doktor, welches ist nach Ihrer Ansicht der idealste, relativ beste Konzertsaal oder Opernsaal, den Sie überhaupt bisher kennengelernt haben, der die Bedingungen in der Praxis am besten erfüllt? Ja, also eines der schönsten Opernhäuser ist dieses Teatro Colón in Buenos Aires. Das ist ein Theater mit 6 Rängen und so ein richtiges Schautheater, nicht wahr? So eine Guckkastenbühne, aber fast etwa 4000 Personen und man hat das Gefühl, es ist ganz intim, es ist ganz klein, es ist merkwürdig. Das ist überhaupt das Charakteristische bei den ganz gelungenen Sälen, dass sie sehr groß sind. Und trotzdem das Gefühl, man das Gefühl hat, als ob man ganz, also auch die Pariser Oper zum Beispiel, die ist allerdings wesentlich kleiner, aber trotzdem, man hat das Gefühl, dass man im Salon spielt. Das ist alles so. Und wenn man das Gefühl hat, es ist ein düsterer Saal, dann ist es schon faul. Das ist dann schon, da wird es schon wird die Musik schon. Es ist eine sehr schwere Frage. Die Philharmonie früher war eigentlich sehr geglückt, sehr schöne Akustik. Und da kann man sich natürlich auch sehr gewöhnen. Also die Philharmonie war sicher ein scheißliches Bauwerk, so architektonisch, aber akustisch war sie herrlich. Herr Doktor, wenn Sie die Oper Tristan und Isolde dirigieren, dann werden Sie doch sicherlich immer Schwierigkeiten in der Besetzung gehabt haben. Also, ja. Haben Sie dafür eine physiologische Erklärung, oder? Ja, nur es gibt für diese überlebensgroßen Rollen gibt es. Ich meine, also wenn man vom Standpunkt dessen so eine Wagner-Rolle ansieht, was man bis dahin und eigentlich auch seither glaubte, einem Sänger zumuten zu können, so gehen diese Rollen alle über das hinaus, zum Teil sogar beträchtlich, was man eigentlich einem Menschen zumuten kann. Und sie gehen aus dem heraus, aus diesem barocken Überschwang von Wagner heraus, der eben das so gesehen hat. Nicht wahr? Nun die Sänger sozusagen zwingt, das zu machen und soweit es geht, soweit es schlecht oder recht, soweit es geht. Es ist sehr selten, dass eine der großen Wagner-Rollen wirklich ganz im Sinne Wagners ganz befriedigend dargestellt wird. Das sind ganze Ausnahmefälle. Und gegenwärtig gibt es ja sehr wenig. Es gibt allerdings jetzt wieder mehr Tenöre. Aber mal gibt es mehr Tenöre, mal gibt es gar keine hochdramatischen. In Berlin? Ja. Wie? Sind in Berlin die Tenöre auch sehr zahlreich geworden? Naja, in Berlin, also der Herr Sudhaus, der den Tristan gesungen hat, der singt das bemerkenswert im dritten Akt nach all diesen Ausbrüchen, die lyrischen Sachen, wer das so singt. Bemerkenswert. Das ist sehr anerkennenswert, sehr, sehr gut. Mir fällt da übrigens beim Namen, bei der Nennung des Namens Sudhaus,
eine Antwort ein, die eine Sängerin des Zutaus gegeben hat und die meines Erachtens die Antwort auf die vorhin erste Frage, die vorhin gestellt wurde, woran liegt es, dass eine Sängerin, die technisch vielleicht nicht so gut ist wie die andere, aber unser wirkungsvoller ist. Zutaus hat mal vor kurzem irgendwo gastiert und da hat ihm eine tschechische Sängerin vorgesungen. Und für sein Empfinden großartig. Da hat er sie gefragt, sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich? Da hat sie ihm geantwortet. Die Antwort ist nicht ganz delikat, aber sie ist so aufschlussreich, dass sich das vor allem jede Frau merken müsste. Sie hat ihm geantwortet mit dem Geschlecht. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis mancher Wirkung auf der Bühne. Vor allem von einer Frau, wenn sie auch technisch nicht so groß ist. Naja, ich finde es nur nicht sehr delikat, dass eine Frau das gerade so sagt. Wir wollen ja davon lernen. Ja, das ist so eine andere Frage, wie weit das Geschlecht, wenn man das so als einen abstrakten Begriff nimmt, bei allen Kunstleistungen mit beteiligt ist. Überall ist es dabei beteiligt. Natürlich. Und bei manchen Leistungen tritt es mehr in den Vordergrund. Bei jedem Künstler, möchte ich sagen, hat es eine andere Legierung mit den übrigen Eigenschaften. Nicht wahr? Bei Wagner spielt es nach gewissem Sinne eine große Rolle, nach anderen Seiten wieder auch nicht. Aber jedenfalls ist das etwas, was im praktischen Theater eine enorme Rolle spielt. Das ist schon richtig. Aber das war nicht das, was ich vorhin meinte. Was ich vorhin meinte, ich erinnere mich noch an meinen Kollegen Lederer, mit dem ich vor 20 Jahren, oder waren es 50 Jahre, ich weiß nicht, zusammen in Mannheim tätig war. Der wird sich noch erinnern, da war eine Sängerin Müller, ja, die technisch ganz wunderbar war und doch nicht die Wirkung hatte wie andere Sängerinnen, die technisch also viel anfechtbar waren. Und ich wunderte mich immer, dass diese Sängerin eigentlich nicht, ich versuchte das auf alle Weise. Herr Lederer hatte nicht sehr viel Interesse dafür, der hatte das gleich raus. Ich machte dann erst die Erfahrung, also da, ich habe das, also, das hat sich später noch oft wiederholt, dass gerade technisch sehr einwandfreie Leistungen, das ist auch bei Pianisten und so weiter, sehr saubere Leistungen, die weil die so, gegenüber anderen, die viel unsauberer sind, viel schlampiger, und so, aber eben doch ein blutvoller Darstellung des Ganzen ergeben, zurückzählen müssen. Wir können ja hier zwei konkrete Fälle an der Städtischen Oper herausnehmen und die können Sie hier öffentlich nennen, ohne da einen damit irgendwie wehtun zu wollen. Kloß und Blatter. Die Blatter, die bestimmt technisch großartig ist, aber in ihrer Gesamtwirkung, nehmen wir mal gerade als Brangäne, doch nicht so ist wie die Klose. Ja, aber sie ist nie, die Klose ist nicht schlechter als die Blatter. Die Klose, nein, im Gegenteil. Nein, ist nicht schlechter, technisch. Nein, ich meine, also was ich meinte vorhin war, dass diejenige, die mehr wirkt, technisch schlechter ist. Ach so, ja. Nicht wahr? Ja. Also so, das ja, ist so, also es gibt auch so andere, also zum Beispiel der berühmte Pianist D'Albert. Der war und der hat in gewissem Sinn einen Nachfolger an Edwin Fischer heute, in seiner Art. Also er ist kolossal spontan in der Art, wie er Klavier spielt, hat aber, wie die ganze Zeit immer wieder bezeugt hat, ich habe ihn nur noch sehr wenig gekannt, kolossal oft daneben gehauen. Es war den Leuten aber ganz wurscht. Sie haben gefunden, dass ein Klavierarm von D'Albert mit 20, 30, 40 falschen Noten 100-mal besser war als einer von X und Y, der wunderbar korrekt. Und das erzählen Sie hier in der Hochschule.
verstanden. Ich sage, das erzählen Sie hier in der Hochschule. Ja, ja, das ist allerdings. Nein, nein, ein Senior hat der Edwin Fischer, zumal das ein wirklich in Bezug auf den Ausdruck, Ausdrucks, was er so versteht, ist ja ein Phänomen heute, ganz hervorragend. Trotzdem kann man, manche Pianisten wissen, die reine Mechanik besser sind. Man muss sich dann schließlich, da gibt es dann gewisse Entscheidungen. Ich höre, der eine sagt, mir ist die Mechanik wichtiger und der andere sagt, mir ist das Seelische wichtiger. Da. Rein auf das Publikum im Ganzen wirkt das Seelische doch sehr stark, oder ich möchte sagen stärker. Die Mechanik, eine gute Mechanik haben sehr viele, und wenn es zu viele haben, wird die Sache langweilig. Ich meine, wenn sie es nur haben. Und das ist die Gefahr heute. Wir sind ja, wir wissen sehr genau, wie man, das heißt, ich bin da nicht vorgreifen, wie man im Klavier spielt, da rein, genauso wie man Skifahren heute, nicht wahr, gut zu lernen, braucht man heute vielleicht, kann man in Wochen das lernen, was man in früheren Jahren, als die Skifahrerei aufkam, wozu man damals Jahre braucht. Das ist alles sehr, die ganze Technik ist sehr rationalisiert worden. Man kann sehr schnell und direkt auf diese technischen Probleme gehen. Aber die eigentlichen Probleme kommen erst doch dann, wenn diese technischen Probleme mit dem seelischen Ausdruck, den sie, dessen Bewältigung sie eigentlich da sind, nun kombiniert werden. Und auch die Technik an sich wird sehr viel schwerer. Ich meine, speziell bei Beethoven, Klaviersonaten, wo ein kolossal stürmisches, heftiges Temperament innerhalb der Musik liegt und oft nur ganz dünne Läufe da im Vordergrund stehen, die mit einer kolossalen, wenn man dem Impuls der Musik folgen wollte, mit einer kolossalen Kraft gespielt werden muss. Da wird die Technik natürlich so betrachtet, wird die Technik etwas sehr Schweres. Während wenn man es umgekehrt macht und von der Technik ausgeht, das heißt, so eine Sonate nimmt, wie sie in der Hand liegt, dann ist sie auf einmal leicht, dann ist das Spiel leichter. Aber man kann die Hammerklaviersonate so spielen, als ob es gar nichts Besonderes ist. Hier war noch eine Frage, bitte. Herr Doktor, wie stehen Sie in der Oper zum Problem des überdeckten oder unüberdeckten Orchesters, das so gerade jetzt sehr wichtig für neue Häuser gebaut werden? Ja. Ja, also von Wagner war das eine Konzeption, die darauf hinausging, dass das Wort mehr gehört würde. Weil der Wagner von in sich aus kam in ein Zeitalter, wo man nur Opern machte, wo man überhaupt nicht hörte, was da eigentlich gesungen wurde. Und er wollte ein durchgeführtes Drama haben, ein eigentlich Musikdrama, wo das Wort durchaus immer gehört wird. Nun hat das im Fall Bayreuth gewisse Vorteile, gewisse Nachteile. Das Orchester klingt zweifellos unten wie in einem Sack. Und es ist, wenn man das so bildlich beschreiben soll, es ist wie ein luftleerer Raum zwischen der Stimme und dem, was da unten klingt. Die Stimme muss eigentlich, so wie Öl auf dem Wasser, muss sie auf dem Orchester schwimmen, im Klang nach. Und so aber ist da wie immer wie ein Zwischenraum dazwischen. Man hört die Stimmen sehr deutlich, man kann jedes Wort verstehen, wenn es richtig aufgeführt wird, aber der sinnliche Klang und Glanz des Orchesters, der eigentlich in der Intention des Komponisten lag, der kommt nicht ganz zur Geltung. Nur beim Parsifal, der dafür instrumentiert ist, der also schon mit den Erfahrungen der ersten Bayreuth-Aufführung, der ersten Ring-Aufführung gemacht ist. Da ist es ganz, der Parsifal ist ganz anders instrumentiert, ganz anderer Art. Der klingt wirklich fabelhaft, bei Bayreuth auch, kommt auch in Frage. Auch erinnere ich mich einer Aufführung im Jahr 1912, die zweifellos die schönste Wagner-Aufführung war, die ich je erlebt habe, von den Meistersingern in Bayreuth. Da war noch unter Richter
da war diese ganze Oper so, dass man überhaupt nicht merkt, dass man in einer Oper sitzt. Man hatte den Eindruck, es ist ein Konversationsstück. Man hört die Pointen alle, es ist so wie ein Theaterstück, ein gesprochenes Theaterstück. Es kam gar nicht zu Bewusstsein, dass Musik dabei war. Dabei aber das Ganze doch derartig in einem musikalischen Atmosphäre drin, dass das eine ganz kolossale Wirkung machte. Damals. Und da wurde mir damals klar, wie eigentlich Wagner sich so etwas gedacht hat. Während wenn ich heute dirigieren soll, eine Wagner-Oper, im Allgemeinen ziehe ich eher das offene Orchester vor, weil das Orchester eben sehr viel mehr Glanz hat und viel mehr mit den Stimmen sich vermengt. Nur ist dabei Voraussetzung, dass ein Dirigent da ist, der eben dirigieren kann, also der wirklich begleiten kann. Und das ist ja sehr selten. Bei diesem dicken Wagner-Orchester ist das meistens, das muss entsprechend. Also so für mich sind die schönsten Theater so etwas wie das Teatro Colón oder Scala zum Beispiel, das ist ein sehr schöner Raum. Also sind eigentlich die schönsten Räume, die Stimmen. Die Wiener Hofoper. Die war ein klein wenig groß. Da waren die Wiener, die brauchten immer diese ganz dicken Stimmen auf die Dauer. Aber es war herrlich, dieses große Orchester, das war so größer als dieser Saal. Und wenn man dirigieren kann, also kann man ja auch mit dem größten Orchester auch im Ring Piano spielen. Herr Doktor, weil Sie gerade von Begleitung sprechen, möchte ich mal ausnahmsweise als Instrumentalist eine Frage stellen, nicht als Sänger. Wie kommt es, dass so viele berühmte Dirigenten symphonische Werke ganz ausgezeichnet dirigieren und doch manchmal schlecht begleiten, ein Instrumentalist? Da will ich Ihnen sagen, ein Dirigent, der schlecht begleitet, kann nie ein symphonisches Werk ausgezeichnet dirigieren. Möchte ich sagen. Ich finde, es ist ein Dirigent, der nicht gut begleitet, ist einfach kein Dirigent. Das ist nur eine halbe Sache. Ich meine, dann merkt man doch überall noch die Merkmale. Gut begleiten, das ist die Voraussetzung eines Dirigenten. Ist es nicht so? Ja. Das ist auch eine der entscheidendsten Fragen bei Mozart. Ja. Obwohl das Orchester verhältnismäßig zart ist. Die Kunst des Begleitens ist doch ja. So schwer. Oder ja, das begleitende Sänger, nicht wahr, mit dem Atem und jede, das wirklich mitzugehen. Das ist ja schließlich, Stigieren muss ja auch eine Kunst sein. Ja. Tja, das ist eine der großartigsten Kunstleistungen, die wir kennen. Das wissen wir von Ihnen. Ja. Haben Sie noch Fragen? Ich glaube, wir werden dieses Kolloquium schließen. Wir haben außerordentlich viel Interessantes von Herrn Dr. Furtwängler gehört und ich danke Ihnen im Namen der Hochschule für dieses Kolloquium.